Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Satz des Pythagoras an. Zuerst die Formel. A² plus B² ist C². Und was heißt das genau? Wir brauchen zuerst einen rechten Winkel, den seht ihr hier am Punkt C. Und wir brauchen drei Vierecke, besser gesagt drei Quadrate, die zusammen ein Dreieck bilden, das Dreieck A, B, C, die Seiten heißen auch A, B und C und liegen den Punkten gegenüber. Wichtig ist es hier, dass man einen rechten Winkel hat. Wenn man jetzt die beiden kleineren Quadrate hier in Orange und in Lila in der Fläche zusammenzählt, also das heißt a Quadrat, die Seite a im Quadrat plus die Seite b im Quadrat, erhält man die Summe bzw. die Fläche des blauen Quadrats. Wir können also sagen, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man das Ganze ausrechnet. Bis dann! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Tschüss!